So, als nächster Redner kommt Herr Erben ans Rednerpult für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, darf ich? Herr Erben, bitteschön. Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich mit nachdenklichen Worten beginnen, denn ich glaube, ein Teil dieser Debatte symbolisierte nicht, dass wir über Krieg und Frieden reden und über Leid im Krieg reden. Ich bin für eine NATO, die abschreckt und notfalls jeden Quadratmeter des Bündnisses verteidigt. Ich bin auch für eine starke Bundeswehr, die bestens ausgerüstet und ausgebildet ist. Ich bin für die Wehrpflicht und ich würde unser Land auch mit der Waffe in der Hand verteidigen. Ich bin wahrlich kein Pazifist. Doch die Rhetorik von Teilen der Politik und zahlreicher Medien, die bringt mich täglich mehr auf die Palme. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich sage das beispielsweise in Richtung von Herrn Hofreiter oder Frau Strack-Zimmermann und zahlreichen anderen sogenannten Militärexperten im Deutschen Bundestag. Krieg ist kein Computerspiel, das man mit angelesenem Wissen über Waffensysteme bestreiten kann. Krieg bedeutet unendliches Leid für die Zivilbevölkerung und die Soldaten auf dem Schlachtfeld. Das beklemmende Gefühl, den Lugendeckel eines Panzers über sich zu schließen und zu wissen, dass man jetzt in einem stählernen Sarg sitzt, kennen vielleicht manche hier im Saal noch aus ihrer eigenen Jugend. Wir haben dieses Gefühl zum Glück nur im Frieden gehabt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mich stößt es ab, mit welcher Selbstverständlichkeit auch von Journalisten Videos geteilt werden, in denen zu sehen ist, wie Soldaten im Schützengraben verrecken und das in den Kommentaren abgefeiert wird. Und ich will das Leid des Krieges quantifizieren. Heute geht man bei militärischen Planungen davon aus, dass eine Division im intensiven Gefecht am Tag 4% Ausfall hat, Verwundete und Gefallene. Bei einer Division nach NATO-Standard von 20.000 sind das 800 Gefallene und Verwundete jeden Tag neu. Und wahrlich ist es unter den Bedingungen des Krieges in der Ukraine wahrscheinlich noch viel schlimmer. Wie viele Hunderttausende Tote und Verwundete soll es noch geben? Diese Frage muss man nach fast 2 Jahren Krieg stellen dürfen oder über 2 Jahren Krieg stellen dürfen, ohne dass man sich vorwerfen lassen muss, ein Putin-Knecht zu sein. Ich bin der festen Überzeugung, dass der Krieg in der Ukraine nicht allein auf dem Schlachtfeld entschieden wird. Deutschland kann diesen Krieg nicht beenden. Das kann Putin sofort tun, indem er seine Truppen aus der Ukraine abzieht. Ob die Ukraine verhandelt, muss in Kiew entschieden werden. Und solange die Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen die russischen Aggressoren ist, wird sie von Deutschland unterstützt. Doch wichtig ist, Deutschland darf nicht Kriegspartei in diesem Krieg werden. Diese rote Linie hat Bundeskanzler Scholz schon zu Beginn der russischen Aggression gezogen. Und deswegen können wir froh sein, dass der Kanzler so besonders agiert und keine deutsche Kriegsbeteiligung riskiert. Wir können froh sein, dass Deutschland nicht von Leuten geführt wird, die nach einer fehlgeleiteten Flak-Rakete, die in Polen niedergeht, via Twitter den Bündnisfall feststellen. Deutschland kann froh sein, dass es nicht von Experten geführt wird, die mittels Taurus den Krieg in den Moskauer Kreml tragen wollen. Herr Erben, darf auch Sie auf die Zeit hinweisen. Ich bin gleich dabei. Egal, wie es der französische Präsident gemeint haben mag, allein die Erwägung, NATO-Soldaten in den Krieg in die Ukraine zu schicken, konnte vom Kanzler nicht unwidersprochen bleiben. Das sehen auch die Menschen in unserem Land so. Sie wollen kein Drehen an der Eskalationsschraube. Vielen Dank, Herr Erben. Darf ich noch einen Satz zum angegriffenen und erwähnten Rolf Mützenich sagen, der in diesen Tagen besonders unter Druck steht, weil er nicht in den Chor derer einstimmt, die meinen, dass man mit immer mehr Eskalation für Frieden in Europa sorgen könnte. Deutschland steht an der Seite der Ukraine, das ist klar. Doch bei all diesen Diskussionen, bei all den Stimmen stellt sich unweigerlich die Frage, muss es nicht auch diplomatische Schritte geben? Denn wir müssen am Ende aus diesem Krieg raus. Und Rolf Mützenich hat diese Diskussion angestoßen, die für die Krieg nicht ein Computerspiel ist. Für die ist es ein wichtiger Beitrag
in dem größten Staat in Europa, welche die Ukraine wie kein anderer mit Geld und Waffen unterstützt. Herzlichen Dank. So, jetzt. Ja, diese Debatte zeichnet sich aus durch sehr lange und komplizierte Sätze. Herr Erben, es gibt zwei Nachfragen, einmal von Herrn Gallert und einmal von Herrn Kosmel, die müssten Sie zulassen, und eine Zwischenintervention von Herrn Dr. Tilschneider. Zunächst, wenn Sie die Fragen zulassen, zunächst Herr Gallert. Ja, Herr Erben, also meine Frage ist der zweite Satz. Der erste Satz dann nochmal ausdrücklich, wir sind auch als Fraktion Die Linke, ich sage mal, ein bisschen positiv überrascht über den Alternativantrag, den die Koalition dort zustande gebracht hat, weil sich damit natürlich die CDU hier massiv von ihrer Bundespartei abgrenzt. Das ist ein sehr positives Zeichen in dieser Frage. Und das ist sicherlich auch ein gutes Zeichen für uns in Sachsen-Anhalt. Ich will nur an einer Stelle mal die Frage stellen. Es gibt im Grunde genommen einige Differenzen zwischen den Alternativanträgen der Fraktion Die Linke und dem der Koalition. Ich will aber nur auf einen Punkt gehen, und zwar die Frage, sollten wir es Putin nicht in seiner Kriegsführung dadurch schwieriger machen, dass wir dezidiert auch das Angebot an russische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer aussprechen, zu uns zu kommen? Ich glaube, das würde innenpolitisch die Militarisierung Russlands mehr erschüttern als jede Debatte um ein neues Waffensystem, was wir ihnen liefern. Also zunächst erstmal glaube ich, dass die Frage, ob jemand desertiert aus der russischen Armee, hängt nicht wesentlich davon ab, dass Deutschland oder der Landtag von Sachsen-Anhalt ihm ein Angebot macht. Zweitens, es gibt ganz offensichtlich wenige Desertationen aus der russischen Armee. Das kann ich auch gut verstehen, denn wenn Sie sich das Schicksal des Hubschrauberpiloten angucken, der in Spanien, der offensichtlich ermordet worden ist, ist das letztendlich eine Abwägungsfrage, dass man, wenn viele sicherlich auch das Gefühl haben, irgendwo finden sie dich am Ende und da bist du dran. Ich glaube nicht, dass das in einem Antrag des Landtags von Sachsen-Anhalt eine Rolle spielen kann. Ich glaube, das muss man auch sehr differenziert insgesamt betrachten und diskutieren. Was? Jetzt kommt als nächstes Herr Kosmel mit einer Nachfrage. Ja, Herr Kollege Erben, vielen Dank für Ihren Redebeitrag. Ich würde Sie noch einmal, Sie sind ja leider am Ende nicht mehr ausführlicher darauf eingehen können, ich würde Sie gerne zu Ihrer Haltung zu den Aussagen des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Deutschen Bundestag fragen. Sind Sie der Auffassung als SPD Sachsen-Anhalt, dass wir tatsächlich den Krieg einfrieren sollten und damit die Verhandlungsposition der Ukraine extrem schwierig gestalten, weil ja die russischen Truppen noch im Land sind? Darf ich? Bitte. Ja, Herr Kollege Kosmel, mit dem Begriff des Einfrierens, also im Unterschied zu Ihnen oder zu mir, ist ja Rolf Mützenich auf dem Thema der Friedens- und Konfliktforschung wissenschaftlich unterwegs. Dort verwendet man den Begriff des Einfrierens nicht unbedingt so, wie wir ihn vielleicht als Zeitungsleser verstehen würden, sondern da geht es ja auch darum, beispielsweise in bestimmten Bereichen Waffenstillstände zu verhandeln, um humanitäre Aufgaben zu erfüllen etc. Und insofern unterstütze ich das ausdrücklich, denn das kann ein Schritt letztendlich zu einem Friedensschluss sein. Vielen Dank, Herr Erben. Es gibt eine Zwischenintervention von Herrn Dr. Tilschneider. Ja, ich wollte eigentlich eine Frage stellen, aber da habe ich dann hingestellt, ist wurscht, ich mache jetzt meinen Spruch. Und zwar Folgendes, Herr Erben, Sie haben mit sehr viel Mitgefühl und Humanität gesprochen über die Leiden des Krieges. Ja. Und dann haben Sie, wenn ich Sie richtig verstanden habe, gesagt, dass Bedingung für Frieden ist, dass die russischen Truppen sich aus dem Gebiet der Ukraine zurückziehen. So, und jetzt frage ich Sie, Sie wissen doch, dass seit 2014 die russischsprachige Bevölkerung im Osten der Ukraine aufs fürchterlichste drangsaliert wurde, dass die Ukraine keine Renten, keine Sozialleistungen gezahlt hat, dass immer wieder
in Wohngebiete in Donetsk und woanders hineingeschossen wurde mit Artillerie, dass es tausende Tote gab, auch durch Mordkommandos. Und wenn die Russen sich jetzt zurückziehen würden, dann wäre die Bevölkerung im Osten einem Terror ausgesetzt, den man mit Fug und Recht als Völkermord bezeichnen könnte. Und jetzt frage ich Sie, wie stehen Sie dazu? Sehen Sie auch das Leid? Sehen Sie auch das Leid? Erkennen Sie das Leid der Russen in der Ostukraine? Andere sind Sie blind dafür. Herr Tütschneider, Sie machen es ja wie häufig. Sie haben mich falsch zitiert. Ich habe nicht gesagt, dass der Krieg nur beendet werden kann, indem es ein Volk, sondern ich habe gesagt, Putin kann sofort diesen Krieg beenden, indem er seine Truppen vom ukrainischen Staatsgebiet zurückzieht. Punkt. Das habe ich gesagt. Zweitens, Sie versuchen ja mit Ihrer Intervention, das, was Sie ja ständig machen, diese russischen Erzählungen hier rüberzubringen, Russland ist das Opfer, die Ukraine ist der Aggressor und deswegen gibt es heute diesen Krieg. Das ist Blödsinn, das ist x-mal widerlegt. Sie können es natürlich immer wieder wiederholen, aber das macht die Sache nicht wahrer. Vielen Dank, Herr